und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Karriere mit dem Alex. Und wie ihr seht, wir spielen jetzt gegen in Freiburg und letzte Folge haben wir ja derbe geraped, Alter, wenn ich die nicht gesehen habe. Boah, yo, ey, nein, Regen, fuck it, Regen, nein, ich hab's übersehen, fuck it, scheiße. Aber egal, wie gesagt, Regen, nein. Und aber wie gesagt, letztes Spiel haben wir gegen, ja, Alex, Alzheimer ist eine schwere Krankheit, die sollte man nicht im Alter von 20 Jahren bekommen. Wir haben gegen Augsburg gespielt, jetzt kam es langsam wieder und haben da ganz schön geraped, würde ich mal sagen. Schaut euch die Folge auf jeden Fall an. Jetzt wird es bestimmt nicht mehr so lustig, denn erstmal hat der Augsburg eine rote Karte, zweitens mal ist jetzt hier Regen, dann wird es eh schon mal immer schlechter für mich, wenn hier Regen kommt. Und schauen wir einfach mal rein, wie es jetzt wird. Auf jeden Fall schon mal hier den Ball relativ gut geholt. Ah, nochmal hier abgelegt, geil. Ah ja, da wollte ich da so drei Abwehrspieler durch, das macht natürlich total Sinn. Ich muss mir immer wieder den Ball neu holen, was mir total auf den Piss geht. Genauso wie hier. What the fuck, ey. Hoffentlich ich mir hier den Ball neu holen muss. Ich sollte mal besser mit meinen Chancen umgehen, ganz ehrlich. Komm, Schweinsteiger. Die laufen ja schon von selbst ins Aus. Wie verzweifelt muss man sein? So. Solche Dinger sind natürlich immer beliebt für mich. Trotzdem sollte ich mir noch nicht zu arrogant spielen, denn ich habe im Endeffekt hier noch nicht viel erreicht. Und sagte ich und habe einen angetretenen Schuss gemacht. Ja gut, ich meine, habe ich gesagt, dass ich nicht arrogant spielen sollte? Ja gut, das habe ich, aber das gelingt mir wohl nicht so ganz. Ah, oh, mal gerade wieder richtig hinsetzen. Mann, ey, ich hier immer ein Stück runterrutsche, auch wenn ihr das kaum merkt in der Webcam. Also immer so ein Millimeter, wo ich runterrutsche vom Stuhl. Warum auch immer. Weil ich einfach nicht stillhalten kann wahrscheinlich. Was total supi ist. So, komm. Mein Ball. Sehr schön. Ich werde auch auf totalen Angriff wieder stellen. Hat ja das letzte Mal super gewirkt. Allerdings sind die Spieler jetzt auch vollzählig, von daher... What the fuck? Von daher weiß ich nicht, ob es so gut funktioniert wie das letzte Mal, weil das letzte Mal hat ja auch ein Abwehrspieler bei den, der an die rote Karte kassiert gehabt. Ah, guck mal, hier wollte ich schön mich durchschlängeln mit geschicktem Passspiel. No, hat leider nicht funktioniert, wie ich es gerne hätte. Da köpft der Gegner selbst ins Aus. Das ist immer schön. Danke, Freiburg, an dieser Stelle. Das ist sehr nett. Müsst ihr aber nicht machen. Muss nicht sein. So, hier kommen. Ha! Da hat der Schweinsteiger auf dem falschen Fuß, Mann. Ganz ehrlich. Oder, weiß noch nicht, ob es auf dem falschen Fuß war, aber einfach richtig scheiße geschossen, muss man sagen. Richtig. Ach Gott, ich hasse es, wenn die CPU einen trollen will mit so einer Scheiße. What the fuck? Krieg ich jetzt einen Freistoß für oder die? Ach ja, die. Weil ich über seine Hacken gefallen bin. Aber ihn hat es ja eigentlich gar nicht gestört. Ja, toll. Sowas mag ich jetzt eigentlich überhaupt gar nicht, wenn ich den hier zu irgendwelchen Einwürfen oder sowas auch immer verhelfe. So. Oh, nee. Das kann nicht sein, Leute. Das kann nicht sein, dass ich so ein Ding nicht reinmache. Es darf nicht. Es darf nicht wahr sein, Mann, ey. Oh, wie die CPU immer bald mich hier verarschen zu können mit so einer Scheiße. Gut, macht sie auch, aber... Es kann... ohne Scheiße, ich muss jetzt mal hier einen Zahn zulegen. Kann nicht sein, dass ich hier immer noch, dass immer noch 0-0 steht. Ich meine, Augsburg hat auch erst eine 1-0 gemacht und dann bin ich übelst abgegangen, aber... Das muss ich nicht wieder so erstmal... Ich muss nicht erst mal wieder kassieren. Das war jetzt schon etwas knapper, ne? Okay. Aber ich möchte, wie gesagt, hier an der Stelle auch nochmal darauf hinweisen, dass es letzten Sonntag eine Euro Truck Simulator-Folge wieder direkt gab. Und ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass ihr euch WWE 2K15 vielleicht mal anschaut, was ich Let's Player so einmal die Woche auf einem Random Bullshit-Spot immer dienstags um 19 Uhr kommt das raus. Und würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Das kam, wie gesagt, dann gestern und schaut doch einfach mal jetzt vorbei. So.
erstmal für eigene LPs Werbung machen. So muss man das machen, Leute. Und wie gesagt, immer die Endcard, auch wenn ich da jetzt im Moment nicht mehr so hinterher bin mit den Links setzen, wenn da vielleicht eventuell die Links hinten drauf nicht sind, das sollte ab jetzt der Woche besser sein, weil ich dann Berufsschule habe und dann wieder Zeit mehr habe und dann das hinkriegen sollte. Aber während der letzten einen Woche habe ich es überhaupt nicht hingekriegt. Und sorry, wenn da mal keine Links direkt in der Anmerkung drüber sind und dann auch dementsprechend nicht in der Beschreibung stehen, bis auf die Playlist-ID, die steht immer in der Beschreibung, weil ich die in die Vorlage gepackt habe. Dann tut es mir, wie gesagt, leid, aber dann wird es, das wird auch alles nachgereicht, sofern ich auf irgendwann Zeit finde. What the... Junge! Junge! Kann ich bitte den Ball haben? Danke. Ich würde jetzt auch mal gerne ein Tor machen, weil es mich so langsam einen Tick anzackt, dass ich hier immer noch nicht das Tor gemacht habe. So. Weißt du, das sackt dann richtig ab. Nee, Leute. Das muss nicht sein. Sowas muss nicht sein. So ein Kopfball. Vor allen Dingen... So eine Chance schon wieder. Ich vergebe hier Chancen ohne Ende, wie am Anfang vom letzten Spiel. Allerdings haben wir jetzt schon die 35. Spielminute, jetzt steht immer noch 1-0. Klar, der Regen macht seinen... Obwohl, der Regen hat nicht mal so eine Schuld. Das ist einfach meine Inkompetenz irgendwie gerade. Ah, einfach erstmal ein Nutshot anstatt irgendwas Vernünftiges. Das war einfach auch zu egomäßig gespielt mit Ribéry an der Stelle. Ja, man kann auch alleine zu egomäßig spielen, obwohl man alles Spieler selbst steuert. Wenn man einfach mit einem Spieler, der einem irgendwie ein bisschen sympathisch ist und der auch was drauf hat, will, versucht es alleine irgendwie zu regeln, anstatt irgendwie teammäßig da was zu lösen und die anderen Spieler mit einzubeziehen. Ach komm, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ach komm, 10 Stunden Vorteil, fick you, Schiri. Ich muss jetzt mal hier ein Tor machen. Auf geht's, Leute. Ah, Mann, und ich kratze mir... Boah, mir nicht in der Nase oder irgendwas. Das juckt mich irgendwie einfach nur hier so neben der Nase. Keine Ahnung warum. Ah, unnötig. Abgenommen. Aber übrigens, ich wollte noch was zu WWE 2K15 sagen. Ich finde es sehr cool, dass ich anscheinend gar keines, dass die WWE anscheinend ihre kompletten Lieder und auch alles andere nicht im WWE, nicht im YouTube-Filtersystem hat. Habe ich mich erst gedacht. Aber nee, ich habe noch gar keine Strikes oder Urheberrechtshinweise auf einen der beiden WWE 2K-Parts, die jetzt draußen sind, beziehungsweise jetzt für euch inzwischen sind es 3, wo ich gerade aufnehme, sind es 2. Finde ich cool, dann kann ich nämlich in nächster Zeit auch mal wieder das alles so laufen lassen, weiß, dass das so funktioniert, kann auch die Intros so durchlaufen lassen, wie ich es auch durchlaufen lassen habe, weil dann auch immer bei den Intros, da ich hier immer eine Folge lang mit demselben Wrestler spiele, kann ich auch die Intros dann einmal, also den Spieler, den ich spiele, den Rest in den Spiele werde ich das Intro auch durchlaufen lassen und das kann ich auch so durchlaufen lassen. Weil auch in der Zeit, wo das Intro durchläuft, meine Facecam rausnehmen. Habt ihr ja beim letzten Mal gesehen. Bei der ersten Folge habe ich es eigentlich auch so gedacht, aber dann irgendwie beim Schnitt vergessen. Was total geil war. Ja, wie gesagt, aber eigentlich sollte ich daran denken. Da ich auch nur einmal, obwohl ich 3 Matches pro Folge mache, nehme ich eigentlich trotzdem in allen 3. Ich mache immer nur Rematch. Oder nehme trotzdem dieselben Wrestler. Vielleicht nehme ich auch das nächste Mal, bei der nächsten Aufnahmesession dieselben Wrestler. Kann auch sein, dann kommt halt eben gar kein Intro, weil wenn ich es einmal gesehen habe, werde ich es nicht mehr zeigen. Also nicht mehr durchlaufen lassen, aber... So, aber ich werde bestimmt noch ein bisschen durchwechseln in die nächste Zeit, was die ganzen Wrestler angeht, weil ich will auch verschiedene Wrestler zeigen und auch mich wirklich erstmal auf WWE 2K15 einspielen. Ich werde mir auch irgendwann mal Zeit nehmen, vielleicht sogar schon jetzt, habe ich sogar schon zu dem Zeitpunkt, dass ich direkt 4 Folgen hintereinander oder so aufnehme. Erstens mal... Abgenommen! Schon richtig themenbasiert auf über WWE 2K schon kassiert. Schnell 45 Minuten 1-0 gegen mich. Und die mich verarschen. So, jetzt geht's hier aber mal ab, ey. Ganz ehrlich. Schnauze. Oh, Halbzeit. Aber wie gesagt, zu WWE 2K, um mal zum Thema zurückzukommen, ich werde es hier schon in der Karriere noch retten. Ich werde dann wahrscheinlich jetzt schon mal die 4 Folgen aufgenommen haben, die dann noch bis zum Ende des Jahres kommen. Kommen leider nur wöchentlich. Es ist auch einfach so, weil es zeitlich nicht anders reinpasst. Ich muss die Videos ja. Da geht es nicht unbedingt ums Aufnehmen, da geht es mehr, also die Zeit zum Aufnehmen. Darum geht's, also darum geht es sekundär auch, weil ich habe generell wenig Zeit. Aber es geht vor allen Dingen darum, dass ich die auch noch schneiden muss immer. Und die kann ich nicht im Voraus schneiden wegen der Endcard, sondern muss ich dann immer so 1-2 Tage vorher vielleicht kann ich das schneiden. Dafür müssen dann alle anderen Videos auch schon fertig sein. Und das ist das Problem. Und deswegen, wie gesagt, kann ich das nicht mehr. Und
ich will auch, ehrlich gesagt, mir das Spiel nicht kaputt machen, indem ich so zu viel davon bringe. Ich denke mal, einmal die Woche ist perfekt. Ich hätte auch sagen können, als wir da beschlossen haben, COD Advanced Warfare auf eine Uhrzeit runterzuschrauben, habe ich ja gesagt, WW2K geht auf Dienstag und Sonntag kommt dann wieder ETS ganz normal. Nur in der ersten Woche kamen dann jetzt zwei. Ich hätte es auch so machen können, dass ich sagen könnte, kein ETS und also ETS bleibt, wie ich es eigentlich auch angekündigt hatte, komplett weg. Und es kommen dafür zwei der BB2K-Folgen, Sonntag und Dienstag. Und wollte ich aber dann im Endeffekt auch nicht machen, weil, Sonntag und ich wollte dann auch nicht zwei Folgen bringen. Ich will es, wie gesagt, nicht übertreiben mit dem Spiel. Es soll nicht einen Riesenfokus haben, es soll aber, ich will mich erstmal herantasten. Wie gesagt, ich bin auch noch, ich kann es auch gar nicht sagen, ihr habt bis jetzt schon drei Folgen gesehen, zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, habe ich aber erst 12 Folgen aufgenommen. Ich kann mich doch gar nicht so, ich kann so ein bisschen meine Erfahrung sagen, dass es schwieriger ist, dass es neuer ist, dass sich viel geändert hat, aber ich kann ja noch gar nicht so genau was dazu sagen. Und ich will mich erstmal, ich bin ja gerade noch im Moment, ich mache ja noch keine, also ich kann schon mal so ankündigen, WW2K werde ich keine Karriere machen, weil die gehen nur mit eigen erstellten Wrestlern, mit einem Wrestling-Pro sozusagen. Und das werde ich nicht machen. Allerdings werde ich die ganzen viele Szenarios durchspielen. Also es sind so, ja, Abläufe, Szenario-Szenen halt. Die werde ich machen auf jeden Fall, aber erst so ab Folge 4, also ab Folge, nee, ab Folge 5, denke ich mal, oder 5 oder 6, eins von beiden, werde ich damit anfangen. Also das dauert noch ein bisschen, das dauert wirklich noch ein bisschen. Aber gib mir die Zeit und dann wird es umso cooler, denke ich auf jeden Fall mal, und dann passt das Ganze auch. Und ja, ich sollte jetzt mal aufhören zu babbeln über Themen, über 2K ist ja nicht ein wirklich großes Thema, aber ich sollte, also WWE 2K15, wenn ich weiß, wovon ich rede, kommt wie gesagt immer dienstags um 19 Uhr und ich will jetzt nicht zu viel davon reden, weil ich muss erstmal noch ein Tor hier aufholen und noch ein Tor machen. Und klar, dann laufe ich erstmal direkt auf den Gegner drauf, das ist natürlich die beste Option, die man haben kann. Ja, komm bitte. Das 2-0 garantiert nicht. Ich muss, Alter, ohne Scheiß, Leute. Es kann nicht sein, dass ich jetzt hier so derbe irgendwie so Probleme kriege oder was soll das? Wir sind in der 58. Minute. Ab jetzt werde ich mich nur noch aufs Spiel konzentrieren und nur noch Spielgeschehen aktuell kommentieren, weil ich einfach hier jetzt mal was rocken muss, ganz ehrlich. Es kann nicht sein, dass es 1-0 noch für den Gegner in der 59. oder in der 60. Spielminute jetzt steht. Das kann einfach nicht. Ja, und da ist es 1-1 endlich. In der 61. Spielminute mit Robert Lewandowski nach Vorlage von Franck Ribéry. Hammer nice. Hammer nice, du. Deadlift, du. Das ist ja... Ach komm, ich höre auf mit der Scheiße. Aber das ist ja schön. Jetzt können wir auch eigentlich weitermachen. Jetzt müssen wir aber noch dringend ein Tor machen, dass wir auch auf jeden Fall einen Sieg rausholen, weil wir sind FC Bayern München. Uns reicht kein Unentschieden. Wir müssen siegen. Außer in der Champions League. Da dürfen wir verlieren. Nein, ich will keine Leute hier provozieren oder so. So wie Pierre. Aber Bayern gewinnt ja eh bis Meister in der Bundesliga. Juckt die das ja eh nicht, da rappen die eh alle. In der Champions League wird es schon auch noch. Ein Spiel macht nicht die Kuh fett. Und es war ein Abseits, was 10 Minuten später gepfiffen wurde. Und wie gesagt, ich muss jetzt Gas geben. Ich will ihm unbedingt noch ein Tor machen. Ich will am besten noch ein, also am besten 3-1 oder so gewinnen, aber... Mir würde erstmal ein 2-1 reichen, um hier auf jeden Fall mehr keins kassieren. Ich will hier auf jeden Fall Ach komm, ey. Ich wollte da nur ein bisschen auf Körperkraft gehen und der knockt den direkt wieder weg, weißt du? Das ist immer so über, Ja, wieder zu sehr. Geht da übermotiviert rein, wollte ich sagen. Genau, Leute. Das ist, was er macht und das ist nicht gut. Komm, auf geht's. Kann nicht sein, dass hier überhaupt der Gegner irgendwelche Aktionen fahren darf, geht mir schon wieder tierisch auf den Penis. Und irgendwie noch retten darf und wieder nach vorne spielen darf. So, komm, hau raus. Mann, ey. Alter, auf geht's. Hallo. Auf geht's. Nein! Wie konnte ich den nur rüberschießen, Leute? Wie ging das nur? Ach ja. Oh shit. Oh shit, kann ich da wirklich nur sagen. Oh shit. Komm, jetzt ohne Scheiß.
72 Minuten, es wird immer knapper hier. Ich muss endlich mal was reißen, ey. Das kann nicht sein. Auf geht's, Mann. Alter, jetzt dürfen wir auch noch die klauen mir hier meine kostbare Zeit, die ich für Tore brauche. Komm, Robben, gib Gas. Turbo rein. Ja, da ist das 2:1 auf billigste Art und Weise mit Robben ganz nach außen, dann in die Mitte gepasst zu Lewandowski. Ist zwar ein bisschen an Lewandowski vorbei, aber dann dann ist er zurückgelaufen, dann hat er dann reingemacht. Und eben gerade, würde ich schon gerade ansprechen, auch wenn ich gerade mir die Situation geschildert habe, wie ihr beim Torjubel gesehen habt, das voll die Hand von dem einen Spieler, der Robert Lewandowski beglückwünscht hat, voll im Kopf von Lewandowski hin und her geklitscht ist. Wieder mal, top an EA, läuft bei euch. Um mal zum Jugendwort des Jahres zu kommen, ne? Was auch sogar wir übertrieben oft verwenden, muss man sagen, leider. Auch Ribéry schon wieder verletzt, ganz ehrlich, man, der ist nur verletzt, dieser Rentner. Mann, ey. Der wird nicht fürs Verletztsein bezahlt. Jetzt hat er mal 3-4 Spiele wieder gespielt. Er war auskuriert. Ich habe extra noch sogar dieses Pflasterding abgewartet. Und er war auskuriert und dann lasse ich ihn 3-4 Spiele spielen, ist er direkt wieder verletzt. Das kann doch nicht sein, Junge. Ganz ehrlich. Das darf doch nicht wahr sein. Schön rausgespielt hier. Auf geht's. Zack. Hoppa. Bam. 3:1, Robben. So, Leute, jetzt kommen wir ins Geschäft in der 80. Spielminute, das 3:1 für den ersten FC Bayern München. Und so muss die Scheiße laufen. Jetzt kommen wir wirklich langsam ins Geschäft und in die Bereiche, wo ich sage, das ist in Ordnung. Und der Torschütze für Nougat. Komm, auf geht's. Oh, nein. Lauf. Ja, komm, der Tod kommt wieder angesmockt. Damit ich hab meine Handschuhe. Ich kann den in die Hand nehmen, Mami. Könnte ja ohne Handschuhe auch, aber egal. Komm, auf geht's. Bitte, bitte, mach doch etwas. Ja, genau. Komm, geh doch mal hin, Mann. Was ist mit Neuer los? Was ist denn los mit dir, Neuer? Ganz ehrlich, du, Junge. Das geht so nicht, du. Er wird auf jeden Fall im nächsten Spiel wahrscheinlich noch aufnehmen heute. Was die dritte Folge ist, die vielleicht am Samstag wiederkommt natürlich, werde ich auf jeden Fall dran denken, dass ich in diesen scheiß Regen ausschalten muss. Das geht mir schon so ein bisschen auf den Piss, auch wenn ich es nicht so wirklich merke. Das war gerade ein Test meines Popschutzes, unterbewusst. So, oh, schön reingekrätscht und dann ist der Ball immer aus, du. Wechsel der Gegner aus. Och, nee, komm, Kötze. Warum seid ihr alle verletzt? Seid ihr behindert oder was? Du spielst jetzt nochmal. Juckt mich nicht, ob du nicht mehr kannst. Juckt mich einfach nicht. Ach, komm. Spiel doch nicht hier rum, Gegner. Du kannst doch hier nicht. Aua, das sah böse aus. Weitergespielt ist nix. Vorteil laufen lassen, läuft. Oh, läuft. Robben, komm, gib Gas. Gas, sehr schön. Oh, richtig Einspieler. Schön ausgetanzt, da ist das 4:1. Leute, jetzt am Ende läuft es doch wieder. Ganz ehrlich, jetzt läuft die Chose wieder so, wie sie will. Genauso muss das sein, ey. Schön Tor machen, bam, 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 ey. So muss das. Sie sind wir in der Karriere und da muss sowas sein. Muss ich ganz viele Tore machen und dann läuft die... Warum sage ich jetzt immer das gleiche Wort? Egal. Dann läuft es einfach. Läuft bei mir. So. Ah, sehr schön. Huhuhu. Tor, Tor, Tor. Ah. Ich würde mal gerne hören, was die Fans singen. Egal. Oh, komm, komm, komm. Ja, Kung Fu Lahm. Kung Fu Lahm. Das war jetzt wirklich Kung Fu Lahm und das war nicht cool. Rot. Nein, nein. No. Jetzt fehlt er mir im nächsten Spiel. Das kann doch nicht wahr sein, dass er mir im nächsten Spiel fehlt. Das darf doch nicht wahr sein, du. Oh Mann, auf geht's, komm.
Come on down. Alter, gehalten. Geil. Ich bin in die richtige Richtung gesprungen. Dann habe ich ihn gehalten sogar noch. 4-1. Hammer nice. Gibt es jetzt zwar eine Ecke für die, aber das juckt mich nicht. Dann ist nämlich auch gleich das Spiel vorbei. Tabelle werde ich diesmal nicht zeigen, weil ihr habt die ja letzte Folge gesehen und es reicht ja. Muss ich ja nicht jede Folge zeigen. Vielleicht zeige ich die, ich zeige die einfach am Anfang der nächsten Folge. Und würde mich an dieser Stelle schon mal sagen, das war's von dieser Folge. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.